Willkommen zurück auf Felsbrunn beim Landwirtschaftssimulator. In der letzten Folge haben wir unseren Bunker umgestellt. Was heißt, dass wir diesen Bunker jetzt neu befüllen können? Das heißt, ich werde jetzt erstmal das Häckselgut hier abladen. So, wunderbar. So, ich habe gesehen, da liegt noch ein bisschen Gras rum. Das werde ich jetzt einsammeln. Zack. VB. So. Aber für die große Grasernte brauchen wir jetzt wieder den großen Trecker. Das heißt, wir müssen warten, bis Johnny fertig ist. Aber der hat es nicht mehr weit. Da weiß ich, was wir jetzt machen. Wir gucken uns mal um, was neu dazugekommen ist. Wir haben hier schließlich gefühlt 125.000 Mods installiert. Zum Beispiel den hier, Hürlimann Master. 145 PS mit Fronthubwerk. 190 PS. Unser großer hat 260, wa? Naja. Racing Lamborghini mit 150 PS. Der sieht aus wie der Same Titan, das ist beides derselbe, der ist nur anders angemalt. Und der hat mehr Leistung. Motorausführung High Performance. Bringt 190 PS. Ja klar, ich will ja auch mit Lamborghini fahren. Moment, 155 PS, Ursus. Das ist aber kein Kompakttraktor. Mittelgroßer für 44. 155 PS. Ja. Hat auch nur 155 PS. Mit Fronthydraulik. 30 km/h. MB-Truck, ja, 100.000, das ist jenseits von Gut und Böse. Planierraupe. Den hier gibt es ja leider nicht mit Fronthydraulik. Sowas könnte ich gebrauchen. Was ist das hier für einer? 15 km/h. Ackerschlepper. Ah, mit Kraftheber, da ist er. Heben Sie plus Gewichte. Für 47.000 bekommen wir 160 PS und eine Kabine. Sind eigentlich ein paar richtig gute Exemplare bei. Also, ja, hier ist unser KCH. Design, Konfiguration, Frontlader, Motorausführung. 261 PS bei 138.000. Tja. Kann ich mir nicht leisten. Theoretisch bräuchte ich sogar noch mehr Leistung. 210 PS. So, was gibt's noch? Großtraktoren. Naja, 200.000, 300.000, 400.000. ...96.000, ja gut. Der bringt mir aber nichts, weil der wieder kein Fronthubwerk hat. 163.000, 240 PS. Mit Fronthydraulik.
Motorausführung 240 PS. Naja, sind wir auch bei fast 200.000. Tja. Haben oder nicht haben? Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir so einen zweiten Case kaufe. Oder dass ich wirklich dazu übergehe, dass ich erst mähe und dann mit dem Ladewagen drüber fahre. Aber ich denke mal, da hinten das Feld, das sollte ich mir eher holen. Das darf wieder verkaufen und dann hat sich die Sache. Läuft aber dann darauf hinaus, dass ich mir ein bisschen Geld ranhole. Weil, mal gucken, wir haben gesagt, das hier für 180.000 und hierfür kriegen wir 100.000. Das heißt, wir brauchen 80.000 Öcken. Ich würde sagen, wir laden hier erstmal das komplette Gras weg. Helfer E hat die Arbeit beendet und steht auf dem Acker, auf der Straße. Gut gemacht, mein Held. X. So. Wenn wir schon mal im Trecker sitzen, sollten wir gleich mal zur Reparatur fahren. Warum bleibe ich jetzt nicht auf der Straße? So. Aber ich muss sagen, dieser Mod-Contest, der hat eine Menge gute Sachen gebracht. Und ich glaube, bei der nächsten Staffel, wenn ich hier schuldenfrei bin und dann neu anfange, dann werde ich mit 10 Millionen mehr anfangen, damit ich mir die richtig guten Maschinen kaufen kann. Apropos richtig gute Maschinen. Ich habe gar nicht geguckt, ob es eine bessere Sämaschine gibt. Wo haben wir denn Sätechnik? Bin ich blind? Da unten. Das ist unsere, die wir jetzt haben. Nö. Müsste dann hier nicht eine 1 stehen? Ach so, die sind nur 3 Meter breit. 32.000. Die hier haben wir. 6 Meter breit. Braucht 180 PS. Genau, für 76.000. Was war das hier vorne für eine? 3 Meter Arbeitsbreite. Ja. Die nächste mit 9 Meter wäre die hier, die kostet 100.000. Was ist das hier? Ach, das ist der Aufsatz. Ein Zusatztank. 4 Meter. Eine 12 Meter Maschine. 3 Meter Maschine, also da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Und das. Also da ist wirklich die nächsthöhere, wäre die Pronto hier. Mit 9 Meter. Und die kostet 100.000. Also müsste ich noch 30.000 drauflegen. Gut, dann hat sich das Thema erledigt. Die 30.000 habe ich nicht. Ich habe 13.000. So, reparieren. Jawohl. Reparieren. Jawohl.
Ja, das macht sich doch richtig gut. Eine frisch reparierte Sämaschine. Bestens. Ich werde jetzt komplett erst säen da drüben, Quatsch, säen. Erst ernten da drüben, also mähen. Und danach werde ich dann mit dem Ladewagen drüber fahren. Wobei, wenn ich von oben nach unten arbeite, müsste das doch gehen. Ich probier's mal. So. Ich probier's mal. Ich arbeite jetzt von oben nach unten. V, B, B. Genau. So, wie weit ging denn mein Feld jetzt? Bis hier. Das heißt, ich werde jetzt hier senkrecht runterfahren. Was ich gesehen hatte, war, dass es jetzt von dem Pöttinger. Ah, jetzt muss ich ja doch hochfahren. Jetzt habe ich mich natürlich vertan. Ich will nicht. Hier muss ich bergauf mähen. So. Dass es von dem Pöttinger Mähwerk, was ich zuerst hatte, jetzt auch Mod-Mähwerk gibt mit Sammler, also mit Schwader. Ja, da habe ich dann ein bisschen zu voreilig das alles umgewurschtelt. So. Aber jetzt geht's. Jetzt mache ich hier in die Waagerechte. Und jetzt mache ich nur noch hin und her von oben nach unten. So, bis hier komme ich.
Jetzt muss ich natürlich... Ja, bringt nichts, weil durch die ganzen Kurven... Ich muss erst mähen und dann Ladewagen. Alles andere bringt nichts. Also kann ich mir die Geschichte eigentlich sparen. Es reicht, wenn ich einen Traktor nehme, der ein hinteres Mähwerk hat. Und ja, der Rest fällt unter, wäre schön gewesen. Also, funktioniert leider nicht die Idee. Oh, aber dieses Feld hier, das muss ich loswerden. Das mit den Bergen, das geht gar nicht. Da brauche ich wahrscheinlich 800 PS oder sowas. So ein Big Butt oder... Holla, die Waldfee. Der müht sich hier einen ab. Lohnzahlungen, sagt er. So. Und schon ist er voll. Na komm, mäh dich. So. 98%. Jetzt können wir hier noch ein bisschen einsammeln. Dann sind wir auf 100%. Dann ist das Ding voll. Alles klar. So, und jetzt fahren wir zu unserem neuen Bunker. Ha. Und laden das ab. Kannst ruhig weiterladen. Die Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Ja, was glaubst du, was hier alles durchgeführt werden kann? So wird aus Gras Häckselgut. Ist das dasselbe Holzhäckselgut, was die Scheune annimmt? Dann sammeln wir das jetzt ein und bringen es zur Scheune. Ah, leer. Sehr gut. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden den abstellen und werden jetzt so ein fettes Heckgewicht hier mitnehmen. Hallo?
Gut. Dann werden wir nächste Folge mähen und danach dann sammeln. Und deshalb sage ich von hier aus mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.